Hamburgs im letzten Rund des heutigen Tages, in Abteilung C, führt uns mit der Losnummer 65 und der Katalognummer 26, die Sportsfreundin Franziska Kalmbach, ihre Imala vom Hexenzauber. Ebenfalls eine Hündin, wie ich heute Morgen schon erwähnte, die wirklich ihre Rasse alle Ehre macht. War schön, den Hund zu bewerben. Insgesamt zum Hund ist sagen, teilweise sehr wirksam und auch sehr vollgriffen, was er nicht immer beständig halten kann und auch zum Teil recht wuchtigen Einstiegen. Das ganze Report mit einer guten Führigkeit war sehr schön anzuschauen. Zu den Einzelübungen, die Streifen nach dem Helfer des Revieren. Die Hunde lässt sich gut lenken und leiden. Die ersten Verstecke werden auch direkt angelaufen. Versteck 2, die identische Umlaufen. Laden dann von Versteck 4 auf Versteck 6. Die Übungen gut. Stellen und Verbellen, so wie nun den Helfer reicht, dann stellt sie sofort. Stellt auch sehr dicht, stellt auch dominant. Beginnt sofort mit Bellen, bellt auch anhalten. Sollte insgesamt noch eine Idee energischer durchbellen, lässt sich gut abrufen. Die Übungen holen sehr gut. Verhinderung eines Fluchtversuches. Hunde lässt sich sehr gut transportieren bis zur Ausgangsposition. Dort liegt sie sicher und aufmerksam, bis der Helfer die Flucht unternimmt. So wie der Helfer die Flucht unternimmt, wird die Hündin nicht hauptsächlich eingesetzt, setzt sofort nach, sollte insgesamt noch etwas zielgerichteter die Flucht vereiteln, setzt aber dann sehr vollen Griff, auch einen sehr wirksamen Griff, den sie beständig hält. In der Übergangsphase kurz vor dem Trennen wird sie minimal akustisch und das Trennen auf das einmalige Hörzeichen sollte noch eine Idee schneller erfolgen, das ist gleich zögern. In der anschließenden Bewachung zeigt sich dominant dem Helfer gegenüber die Übung gut. Abwehr aus der Bewachungsphase, dort geht die Hündin entschlossen in den Angriff, setzt anfänglich den sehr vollen, nur wirksamen Griff. In der Übergangsphase, wieder kurz vor dem Trennen, wird sie wieder minimal akustisch, sollte dann auf einmaliges Hörzeichen noch klarer ablassen. In der anschließenden Bewachung, anfänglich zeigt sie sich dominant, wo die Hündin herankommt, soll sie diese Dominanz noch etwas besser beibehalten. Die Übung eben gut. Im Rückentransporter zeigt sich aufmerksam den Helfer gegenüber und führend der Hundeführerin, die Übung vorzüglich. Überfall aus dem Hund aus dem Rückentransport, dort geht sie genügend entschlossen in den Überfall, kann den Griff nicht ganz voll setzen, den sie leider auch nicht verbessert, in der Übergangsphase noch eine Idee beständig erhalten. Auf einmaliges Hörzeichen sollte sie sofort ablassen, dass es zögernd. In der anschließenden Bewachung anfänglich zeigt sie sich wieder sehr dominant, sollte diese Dominanz bis zum Ende durchhalten. Im anschließenden Seitentransport zeigt sie sich aufmerksam mit führisch, die Übung gut. Angriff aus dem Hund aus der Bewegung, die Hündin lässt sich gut transportieren bis zur Ausgangsposition. Dort sitzt sie sicher und ruhig bis zur Freigabe. Nach der Freigabe nimmt die Hündin genügend entschlossen in den Angriff, kann allerdings den Griff nur ganz knapp setzen. Versucht ihn zu verbessern, was ja auch gelingt, soll ihn aber dann in der Übergangsphase etwas beständiger halten, auf ein einmaliges Hörzeichen noch eine Idee klarer trennen, bewacht hier genügend aufmerksam, die Übung gut. Abwehr aus der Bewachungsphase, dort geht die Hündin genügend entschlossen in den Angriff, setzt anfänglich einen sehr vollen Griff, den sie noch eine Idee beständiger halten sollte, hält aber diesen vollen Griff dann in der Übergangsphase wirksam, auf ein einmaliges Hörzeichen noch klarer ablassen. Insgesamt noch eine Idee dominanter gemacht und in der Endphase zeigt sie sich dann leicht führorientiert, wo die Hundeführer herantritt. Im Seitentransporter zeigt sie sich aufmerksam und führisch, die Übungen gut. Heute bei ausgeprägten TSB ein hohes Gut mit 87, mein Glückwunsch.